Herzlich willkommen zu den Tititius News. Unsere heutigen Themen sind unter anderem, du solltest... What the fuck? Darius is finally dead! Und damit herzlich willkommen, ne? Hey, das Ding steht immer noch. Jeha! Ich nehm das kaputte. Ja, nehm das kaputte. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part hey, von... Guck mal, mein Auto winkt dir hinterher. Saints Row. The Third. Meine Auto macht winke, winke. Unsere heutigen Sprecher sind wie sonst auch immer. Seine und meine Wenigkeit, also Eiskehle und Lonely Pixels. Ach ja, mein Auto brennt. Dein Auto brennt auch. What the fuck? Pack den Koffer weg, nein! Ja, man merkt schon, nichts außer Crap hier momentan. Und, was mache ich denn jetzt? Wieso schreibe ich dir zurück? What the fuck? Das Auto brennt und es kullert auf dich zu. Wow! What the fuck? Was geht jetzt ab? Moment, Aufträge? Okay, ich kann dich annehmen. Ich werde beschossen. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Moment. Okay, irgendwas gefällt ihm nicht. Mach es auch sonst. Ey, kann man hier eigentlich hoch? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee, wie man da hochkommen könnte. So geht's nicht. Warte, ich habe eine andere Idee. Okay, ich versuch's hier an der Treppe weiter. Ja, ich habe eine bessere Idee. Du wirst es sehen. Okay, ich komme hier so nicht hoch. Vielleicht so. Nein, so komme ich auch nicht hoch. Wo ist denn ein Auto? Wow! Ey, du bist schlau. Ja, ich weiß, deswegen bin ich auch nicht Gymnasium, ja. Ich so. Bin Gymnasium. Ja. Junge, ich geh Gymnasium, ja? Was will ich? So. Was steht denn heute so auf dem Plan? What the fuck? Und dafür bin ich jetzt hochgelaufen. Warte, ich hab die Idee, geh mal da weg. Ey, die schießen von da unten, die Schweine. Man landet nicht unbedingt weit. Ah, scheiße. Okay, pass auf, ich werde den Auftrag mal hier. Ja, so. Treff dich mit Piers. Ja, was soll's? If we're gonna get a cash flow going, we'll need a business to funnel us money. You wanna rob some store? That'll cause more problems than it's worth. I'm saying we buy one from the Morningstar. Yeah, because they'll jump at the chance to sell to us. So, dann fahr mal hin. Jetzt wollen wir mit dem Cutout. Nope, because we already have. Es reicht für den Zweck. Come again? Good. We take the deed from the lockbox. So, also, wir sollen uns einen Laden kaufen, klauen, wie auch immer, von dem wir die Urkunde schon besitzen. Warum gehört er uns dann nicht schon? Nun ja. I don't know. Aber hey, das ist Saints Row, du musst nichts verstehen. Ich meine, du kannst hier die Zombie-Stimme einstellen. Die Zombie-Stimme der Verderbnis. Wo fährst du lang? Da ist Wasser! This ain't a dip. Du Idiot! Manu, hast du das jemals in Frage gestellt? Nächstes Mal fahr ich. Ey, da vorne ist ein Fan! Yay! Ein Fan! So blöd war das gar nicht. Jetzt ist die Frage, an welchem Ufer wir landen. Vorne, oder? Also bist glaube ich nach vorne. Ah, sehr schön. Mein Fan! That's right! Warte du mal, bis ich wieder Munition in meinem Koffer hab, ja? Ja, ich hätte ja den Koffer ja auch benutzen können, aber das war mir erstens zu lang. Ist okay, du brauchst mich nicht töten! Oh doch! Nein! Du brauchst mich wirklich nicht töten. Das kann ich selbst. What the fuck? Aber wie den Anlass des Tages, ja? Dass Darius endlich genervt worden ist. Oh verdammt, ich muss nachladen. Ist okay, du brauchst mich. Hey, da liegt Toilettenpapier. Wo liegt
Hier unten auf dem Boden, direkt vor mir. Da liegt Toilettenpapier. Oh, die Schweine schießen auf uns. Ich sehe kein Toilette. Ich hol mir jetzt einen Wagen, jetzt reicht mir. Jetzt ist sie aber zarten Booster, ja. Hol das Polizeiauto! Ey, da wollte ich nicht drauf, egal. Ach, jetzt kann man wenigstens mal Motorrad fahren lernen bei der Gelegenheit. Ah ja, aber das Geilste ist immer noch die Katze. Das sieht so awesome aus mit der Katze. Grumpy Cat is coming. Ja, wenn Grumpy Cat in diesem Spiel wäre. Awesome. What the fuck? Ich bin einfach vom Motorrad geflogen und dann kommt diese Ladebildschirmsequenz. WTF? Ja, ich denk mir auch. War das gerade ein BMW, mit dem er dann nach vorne gefahren ist? Er steht ja. Doch direkt vor dir. Friendly fire? Aber ja. Best thing is, owning it gives us a discount. Finde die Sexpuppe. What the fuck? WTF? Sexpuppen? Sexpuppen? Ich hab Sex gehört und Puppen. Ich hab Sex und mit warum, Puppen. Warum haben wir uns nicht das Auto geholt? Weil wir. Naja, bisschen Sport Dumpe. Muss sein, ne? Hab mir ein Auto geholt. Was hältst du davon? Alles klar, ich steig auch gleich mit ein. Laufe erstmal aber einmal um das gesamte Auto rum. So, dann fahren wir hin hier zu dieser Sexpuppe. Holy shit, ah, fuck. Du kennst mein Fahrstil doch. What the fuck, ich fall um, weil ich gegen die Ecke gelaufen bin. Was? Ja! Ich hab das Gefühl. Pierce, do I even wanna know? Oh, that? A little hobby of mine. Okay, you can stop there. Sexpuppen! You're supposed to try and find them all. Ey, die bringen ganze $1,000 ein, ne? Let's go. Any other deeds in there? An apartment building. So what? We already have a place. Brick and mortar, baby. Real estate is cheap. If it works, that's more for us. So, dann wollen wir mal. Oh. Auf zu den Immobilien. Wir kommen hier ganz groß raus. Wow! Perfekt eingepasst. Ja, es passt zumindest rein, ne? Also, wir stehen im Schatten, Manu, ja? Mehr kannst du nicht haben. Ja. Und da keine Scheiben mehr im Auto sind, ist es auch sehr lüftig, ja? Mhm. Ups, sorry. Also, da sparen wir doch die Klimaanlage. Oh ja, die Klima. Wofür auch, ne? Bandenoperation, okay. Meine Güte, jetzt werden hier Ping-Pong mit uns gespielt. Always drive this bad. Also das Schlimmste ist wirklich Autofahren mit dieser Verbindung. Es ist, als würdest du kurze Strecken beamen, weißt du? Du kennst ja diese blauen Tussen, ja, die dann irgendwann kommen, die sich so ein bisschen beamen. So ungefähr ist das. Weißt du, ich steig vorher aus und wo lande ich? Direkt im Kampf. Blöde. Ah, verdammt, ich bin tot. Nein! Es tut so weh, diese Qual. Okay, danke schön. Bitte, bitte. War nur ein Kratzer. Oh, verdammt, jetzt laufe ich gegen die Wand und fall um, weißt du? Wow! Ah, sag mal. Ah! Ey, die haben mich fast getötet. Nur weil sie die Tür aufgemacht haben. Ich weiß nicht, ich treffe gerade gar nichts. Aber hier gibt es immerhin Waffen. Waffen. Weißt du, ich bin ja auch fast gestorben. Weißt du, sie haben mich umgefahren. Ja, ich hab's gesehen. Haben dann die Tür aufgemacht. Im Endeffekt wäre ich dadurch fast tot. Fast. Also, es ist echt eine mörderische Tür gewesen. Was macht denn die Olle hier? Ja, töte sie halt einfach. Nein, such dir ein eigenes Fahrzeug. Glaub mir, das willst du dir nicht antun. Nothing slows me down. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder zurückfahren, kann das sein? Ja, das will ich halt wieder hoch, weißt du? Oder geht das da wirklich lang?
Wenn du mich ein bisschen anziehst. Okay, ich zieh dich rückwärts. Warte, warte. Ich komm hier nicht mehr raus, verdammt. Ich komm nicht nach vorne. Ich hab mir ein neues Auto gesucht. I'm a professional. Wäre ganz nett, wenn du damit mal nach vorne fährst. Oh Mann, wir verbreiten hier wirklich nur Chaos. Schon wieder eine? Hatten wir nicht eben gerade schon eine? Ja, aber es gab nicht nur mal zwei. Ich bin gleich tot. Okay, alles klar. Oh Gott, oh Gott. Warum, Manu, warum haben wir beim letzten Mal alle unsere Granaten verschwendet? Ich weiß nicht. Hätten wir vielleicht aufgeben sollen. Ich versuche ja so viele wie möglich mit meinem scheiß verfickten Auto zu töten. Okay, wir haben es geschafft. Sehr cool. Brauchst du ein Auto? Ich kann dir leider nur rote anbieten momentan, aber... Ja, ich sehe. Besser als gar nichts. Der will mit dir fahren. So, verstecken. Das kriegen wir hin, ne? Ja, das ist unsere Spezialität. Nein, unsere Spezialität ist Chaos verbreiten und aufgedeckt werden. Jawohl, ich kann nicht mal gescheit um die Kurve driften. Naja, du kannst nichts gescheit, mein Lieber. Da hast du sowas von recht. Natürlich habe ich da recht. Egal. Dann mache ich lieber einfach nur alles kaputt. Und fahr hinter dir her. Oh, irgendwas muss man hier machen. Ja, irgendwas, ja. Weißt du, ich fahr grad und versuch dabei für den nächsten, nach einem Cut, meine Uhr am iPod anzumachen, weil ich das gerade vergessen habe. Einhändig fahren und dabei die Uhr anmachen. Jetzt weiß ich, warum es heißt, man soll beim Autofahren nicht. Ja, das kann man daran gut erkennen, aber irgendwie hänge ich gerade fest. Einfach keine Ahnung wo. Also, so, jetzt geht's wieder. Das sind einfach diese Ladedinger, ne? Ich glaube, wenn wir zu weit weg sind, dann braucht das noch ein bisschen mehr zu laden, ja? Ich fahre jetzt aber sicherlich nicht zu dir zurück. Nee, ich bin ja schon da, also von daher. Ah, Stadtübernahme geschafft. Jawohl! Wie viel Bargeld gab es denn? $500. Ernsthaft? Weißt du, ich hab gedacht, ein bisschen für die Epicness. Yes, Level 5! Oh. So ganz, ganz, ganz exklusives. Hey, du bist ja schon wieder im Friendly Fire drin. Ja. What the fuck? Warum hast du Alarm ausgelöst? Das war ich nicht, das warst du. Ich hab nichts gemacht. Achso, ich aber auch nicht. So, Waffen kaufen und verbessern. Ich verbessere hier erstmal meine Pistole. Oh ja. Nee, die habe ich schon verbessert. Kann ich meine Schrotflinte verbessern? Nein. Hm. Kann ich meine Drohne verbessern? Wie sieht's mit Granaten? Nein. Ich kaufe mir erstmal Granaten. Ah, nee, man kann die auch verbessern. Man kann Granaten verbessern! Awesome! Echt? Oh, cool. Ja, sau merkwürdig, ne? Pass auf, weißt du, diese Granatenverbesserung, die sieht dann so aus. Du kennst ja diese komischen Rolldrohnen von Star Wars, ne? Ja. Das ist Stufe 4. Ey, Alter, was macht die alte Olle hier in dem Dingens, in dem Laden? Ich weiß es nicht. Die guckt mich ganz böse an. Darf ich die abknallen? Warte. Die hat auch eine riesen Nase. Hey, die geht gerade weg. Oh Gott. So. Töte sie. Is that all you have? Oh ja. So, und jetzt solltest du dich umdrehen. Das ist nur für Männer. Ja. Oh, ja. Okay, gehen wir. Naja, ja. Wir machen jetzt erstmal Panzervandalismus. Oh, freut mich. So, ich fahr lieber bei dir mit. Das ist für alle besser, für alle Beteiligten. Wenn du meinst. Naja, zumindest sterben weniger Leute hier, das kann ich dir sagen. So, lass uns einen Panzer nehmen, ja? Boah, geil! Dein Fahrzeug ist weg und wir sitzen ineinander und wir sind beide gefahren. So, jetzt wieder da. Das war das unsichtbare Bootmobil, mein Freund.
Ja, ohne Scheiß, musst du dir gucken, ja? Also, das unsichtbare Bootmobil war das. Und das meine ich nur so, das war es auch wirklich. Okay, du gehst rechts lang. Nein, ich fahr geradeaus. Irgendwo ist hier ein knall ihn ab! So schwer! Ja, also dieses Panzerfahren in diesem Spiel, das ist so schlimm. So schlimm, ja. Sag ich euch. So verdammt schlimm. Also, WASD gibt es hier eigentlich nicht mit der Bedeutung vorwärts, rückwärts. Nee. Vorwärts, rückwärts. Nee, es gibt nur vorwärts und vorwärts. Ja. Und man kann über Autos rüberfahren. Ah ja, das ist. Das finde ich wundervoll. Ja. Stehen da mit Snipern. Ich suche auch immer noch den Helikopter. Also ich habe ihn gefunden, ist aber glaube ich weg, oder? Jetzt ist er weg. Im Sinne von tot. Ah, sehr gut. Oh, ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Meine Maus. Ja, meine Maus macht mir das Leben zur Hölle. So. Erstmal über alles rüberfahren. Ja, einfach alles kaputt machen, ja. Sei es irgendwelche Holzzäune, ja. Oder ganze Menschen töteten wir einfach alles. Aber hey, wir haben das schon geschafft. Also im Prinzip, vom Prinzip her. Haben wir nichts mehr zu tun. Yay! Und da haben wir auch nichts mehr zu tun. Wir hatten zwar noch eine Minute, aber hey, Panzervandalismus geschafft. Oh, 2000. Und ich bin bald Level 6. Oh, echt? Ernsthaft? Ich bin gerade mal 5 geworden. So, weil Bezirkskontrolle, 23%. Du bist auch, scheiße, Manu. Ja, da stimme ich dir zu, ja, eindeutig. Hey, hier sind Schlampen. I'm not stopping. Hier ist eine Immobilie. Immobilie! Don't get in my way. Schlampen, Immobilien. Ich nehm die Immobilien. Was ist besser als Schlampen? Richtig, Immobilien. Wieso? Weil du dann später genug Schlampen holen kannst. Oh, hell yeah. Oh, Professor Genki! Müssen wir jetzt machen? Ja! Yay! Wo ist es denn? Ich hab dir gerade die Anfrage gesendet. Echt? Nö, ich hab ja nichts bekommen. Warte mal. Nochmal. So. Oder so. Oh, ich kann Bargeld abheben. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich auch. Hey! Game Show. You're not trying to auction me off on some dating thing, are you? What the fuck? Meet me and I'll show you. You better be right. Ich weiß es nicht. What the fuck? You see the demo derby. Auf einmal kommt der Bulle laut. Weißt du, bei mir sah das so aus. Der Bulle ist durchs Fenster schon geflogen, ist dann nochmal gegen dich gedotzt und dann weggedotzt. Einfach weg. Okay. Ins Paralleluniversum der Finsternis. In die Matrix. Oh ja, du hast ihn voll in die Matrix katapultiert. So, dann wollen wir mal Professor Genki. Ah, das freut Herr mich, ja. Das ist der einzige Job, was kann. And welcome to Professor Genki's super ethical reality climax. Time to see how the game is played. Fight your way through Professor Genki's super sparkle lab for fun and profit. Now, with every man, woman, and tiger shot, your prize money goes up. Look out. No one likes it when you shoot a planet. Unethical. Unethical. Enough money, the door to the lab opens up, and you're free to go. But if you think it's that easy, you've never seen Kinky before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the Also, das ist eine Game Show, in der man Menschen töten kann. Aber Pandas, Panda-Schilder vor allem, sind unethisch. Unethisch, ja? Macht man nicht. Nein. Ja, okay. Unethical. Doch, ich habe ein neues Lieblingswort. Unethical. Awesomeness, unethical. So, dann wollen wir mal. Ich packe ihm meine Pistole aus. Oh, fuck.
You got it, Zach. With this much practice, I should be perfect. Traps, armed mascots, and those freakishly huge hunters. This game looks deadly, because it is. But it's still probably safer than driving in Steelport. Achso, dieses Spiel ist tödlich, aber es ist gesünder als Autofahren in Steelport. Too easy. Ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Dann lass das mal. Aber das macht so Spaß. Kommst du weiter? Ach, da bist du doch. Oh fuck, oh holy shit. Unethical, nein! Oh, ich bin auch bald tot, verdammte Kacke. Oh, verdammte Scheiße. Hey, wir haben neue Waffen, kann das sein? We have a present. A present is in the maze. Ich hab eine neue Waffe. Dazu bekommen. Echt? Das auch?